lieben Mausis, ihr seht hier mein zweites Unboxing-Video zu meinem Geburtstag. Ich habe tatsächlich Bock Post bekommen, freue mich da mega drüber und in diesem Falle ist es von Anne Schmelz. Und ja, sie wollte mir schon mal ein Paket schicken und jetzt hat sie es halt zum Anlass genommen, dass ich Geburtstag habe und ich vermute, dass ein Steinchen drin ist und deswegen fiel mir das mega schwer, dieses Paket die ganze Zeit stehen zu lassen, weil ich es schon seit ein paar Tagen habe, aber ich habe es wirklich durchgehalten. Jetzt habe ich es nur, vielleicht kann ich es euch zeigen, ist das nicht süß? Vorne ist also dementsprechend die passende Schleife dazu drauf und ja, das steht jetzt schon die ganze Zeit und wartet. Hinter mir seht ihr meinen Emil, den habe ich zu meinem ersten Geburtstag bekommen von meiner Mutter und deswegen kommt er spätestens am Geburtstag immer wieder raus, ansonsten sitzt er auf dem Bett. Und der passt im Moment auf meinen Zesiten auf, den ich ja eigentlich jetzt ständig trage. Und jetzt eben gerade habe ich gedacht, kriegt Emil den erstmal um. Und ich habe eben gerade von Moldavid ein Paket ausgepackt, da war diese Geburtstagskerze drin. Das finde ich total schön, denn Schatzi hat dieses Jahr vergessen, mir eine Kerze hinzustellen. Und deswegen freue ich mich da umso mehr, dass sie dran gedacht hat. So, meine Haare sind extrem überpflegt. Ich habe da eine Lade Kokosnussöl drin, also bitte nicht drüber wundern. Aber ich wollte sie jetzt auch nicht die ganze Zeit hochgebunden haben, weil das nervt. Und ja, sehen jetzt halt ein bisschen, ach, ich könnte sie hier hinten so zusammen, ach, ihr wisst ja, wie Kokosnuss gepflegte Haare aussehen. Fettig halt, ne? Und ja, wollte es besonders gut machen nach der Tönung und habe es ein bisschen übertrieben und jetzt sind sie halt ein bisschen fettiger als normal. So, mein Paket steht neben mir, ich bin hin und weg. Ich bin kaputt, ich bin aufgeregt, ich bin alles gleichzeitig irgendwie. Es ist total verrückt und obwohl ich schon ein Paket jetzt ausgepackt habe, ja, geht es mir immer noch so. Es ist jetzt schon 19:30 Uhr, normalerweise bin ich jetzt schon auf dem Weg ins Bett so ungefähr und gucke Tablet. Aber das will ich jetzt unbedingt noch. Ne? Das will ich jetzt noch. Bin mega gespannt und würde jetzt sagen, fangen wir an. Sonst habe ich alles erzählt. Ein Naturzitrinchen liegt da hinten noch in der Dings für gute Laune, habe ich auch bekommen. Aber da erzähle ich euch demnächst noch mal was zu. Hier ist noch was zu trinken. Das stelle ich nach unten. Und dann würde ich sagen, wir starten. Ich klappe es jetzt auf. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Wie gesagt, ich habe versucht, da sehr tapfer zu sein. Jetzt geht aber gerade der Deckel immer wieder auf. Vielleicht muss ich mir da noch irgendwas anderes anfallen lassen. Machen wir mal so schräg. Ist auch. Moment, da ist auch noch zugeklebt. Das hat sie ordentlich zugeklebt. Moment. Schau. Auch geöffnet. Da kommt jetzt erstmal eine Karte. Die ist festgeklebt. Okay. Da steht drauf, lass es dir gut gehen. Das kann ich euch bestimmt zeigen. Jeder schöne Augenblick ist eine Perle, die wir auf die Kette unseres Lebens fädeln. Und jeder glitzernde Glücksmoment, den wir genießen, macht unsere Kette ein kleines bisschen kostbarer. Das finde ich total schön. Anne ist auch jemand, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Schreiben uns auch schon länger und ist eine tolle Person. Deswegen freue ich mich sehr, weil ich davon ausgehe, dass dieses Paket voller positiver Energie steckt. Ich freue mich sehr darauf, das auspacken zu dürfen. Jetzt muss ich einmal ganz kurz lesen, was mir auf die Karte geschrieben hat. Ach du Süße. Herzlichen Dank. Ach wie schön. Die stelle ich jetzt einmal dahin. Hier seht ihr übrigens einen Ring, den ich mir selber gekauft habe. Es ist leider kein echter Stein, aber ich wollte einfach mal wissen, wie so ein großer Stein überhaupt bei mir wirkt, bevor es mal irgendwann daran geht, vielleicht, ich wünsche mir ja noch ein Larimar, ne? Und Larimare sind häufiger mal auf solchen, in der Größe und so weiter und in der Größe schon fast nicht zu bezahlen, aber wenn ich mal irgendeinen schönen Stein finde oder so, ob ich überhaupt damit halt so klarkomme. Und mir gefiel auch die Farbe sehr gut, zu aquamarinig. So. Das aber ist echt, das habe ich eben schon vom Moldavid bekommen und ich tippe auf Arad, ich warte da noch auf die Lösung. Und ja, das andere Video lädt jetzt hoch und ich hoffe, dass ihr das hier ganz schnell danach gucken könnt. So, weiter geht's. Nochmal. Vor dem 10. August, Inhalt dieses Päckchen nicht anschauen, sind Geburtstagsgeschenke mit drin und Kosmetik, neue wie ein zweimal benutzte. Viel Spaß damit. Ach du süße Maus. Und da kommt jetzt, ich glaube, da ist auch noch ein Brief drin, aber den werde ich mir dann wohl nachher noch einverleiben. Gut, das machen wir, ja, ich persönlich, der ist nur für mich.
So, auf den passt jetzt also auch mein Schnuffel hier auf. Da gucken wir da drauf. Aber es ist jetzt heute direkt der 10. August und deswegen darf ich jetzt auspacken. Ich habe es also wirklich nicht mal geöffnet. Bei Moldavit war ich so, dass ich heute Morgen, ich habe gesagt, eins von beiden Päckchen machst du jetzt auf. Und das von Moldavit lag jetzt einfach näher dran. Und da habe ich eins schon rausgepackt vorher. Ich konnte mich nicht beherrschen heute. Es war echt schwierig. Je älter ich werde, desto schlimmer wird es, glaube ich. So, ganz doll eingepackt. Oh, da hat jemand an meinen Dicken gedacht. Ach, wie schön. Für Jamie, meinen Glücksboten. Ja, Anna hat bei mir bei der Verlosung mitgemacht, als ich die Edelsteinketten verlost habe, beziehungsweise die Kette, als ich die Edelsteinketten vorgestellt habe. Und vielleicht habt ihr die Verlosung gesehen. Sehr viele haben sich ja nicht angeguckt, aber vielleicht habt ihr es gesehen. Und Jamie hat ja Anna eben gezogen. Und jetzt gibt es von Heartbreakers Dinner for One Day Complete Soft Menü mit 70% Fleisch. Das ist toll. Ich werde es aber wahrscheinlich eher als Leckerchen benutzen, weil da bin ich auch nicht so geizig für, ne? Sowas hier. Leckerchen. Soft Leckerchen sind das. So. Warum Softfutter? Ach, toll. Wir haben so eine Dose, wenn er morgens zu uns ins Bettchen kommt, dass er aus der Dose immer ein Leckerchen bekommt dafür. Ist ja auch anstrengend jetzt mit Rücken und so weiter. Und da kommen die rein. Und da ist noch mehr. Für die süßen Kätzchen, da hat sie auch dran gedacht. Dankeschön! Ganz viele. Ah, da werden sie sich freuen. Mit Kaninchen, Geflügel und Hefe und mit Lamm und Truthahn. Knabberröllchen. Ach, da hast du dran gedacht. Das ist schön. Und die hier, die liebt er. Die findet er so toll. Also jetzt nicht von der Marke, die kenne ich noch nicht, die Marke. Aber diese Fleischstreifen an sich, die hat ja jeder Supermarkt auch, sind leider mit Zucker gemacht und sowas. Wahrscheinlich mögen sie deswegen so gerne, aber meine Güte. Ne? So, man kann ja sonst ein bisschen drauf achten. So, jetzt geht's weiter. Jetzt steht da nämlich gerade ein Zettel. Jetzt liegt da ein Zettel zum Geburtstag. Und da auch zum Geburtstag. Moment. Denn die Sachen werde ich mir... Ah, das ist alles beschriftet. Ich werfe mal jetzt das ganze Zeitungspapier nach unten. So, damit ich mir einen groben Überblick verschaffen kann. Boah, ist auch viel drin. Da ist Geburtstag drin. Ich glaube, das lasse ich schon mal stehen. Das ist sehr schwer. Da könnte ein Stein drin sein. Und da bin ich natürlich besonders spitz drauf. Da kennt ihr mich dafür. Da ist auch was. Oh, da ist was rausgefallen. Auch so ein Geburtstag lasse ich erstmal drin liegen. Dann nehme ich das. Das ist nicht eingepackt. Von Dival de Loup Young. Eine Mascara Volume Wonder Waterproof. Kenne ich noch nicht. Das ist toll. Moment. Mit so einem Bürstchen. Das ist gut. Ich habe ja fast nur noch so große Bürstchen. Und mit denen kommt man unten natürlich viel besser hin. Ich sehe echt fertig aus langsam, ne? Bin ja auch müde. So. Vielleicht ist ja Rouge drin, dann mache ich mir noch ein bisschen Rouge drauf. Kann ich jetzt natürlich nicht ausprobieren. Kommt in mein Kästchen für morgen früh, damit ich das ausprobieren darf. Herzlichen Dank. Jetzt kommt schon was. Nee, jetzt gehen wir erstmal da dran. Da ist eine ganz tolle Tüte drin. Da will ich aber noch nicht beigehen. Ihn wolltest du. Jetzt bekommst du ihn. Ist ein Lippenstift, glaube ich. Dynamic Rosewood, ich habe noch ein Backup. Super. Da ist er. Da. Das ist wirklich eine tolle Farbe und der sieht bei mir echt schon langsam ausgelutscht aus. Ich habe den gerade sogar heute Morgen noch drauf gehabt. Oh, das ist jetzt Vorführeffekt. Da ist er. So, hier zeige ich ihn euch einmal. So sieht er jetzt bei mir aus inzwischen. Der ist auch schon ein paar Mal angeschmolzen. Und hier kann ich euch jetzt auch die Farbe zeigen. Denn ich muss den ja jetzt nicht angrabbeln, wenn ich ihn hier ausgelutscht habe. Das war eine LE, die hieß Here I Am von P2. Und P2 ist ja jetzt für mich, jetzt habe ich das auch noch rumgesabbert hier, für mich jetzt eigentlich fast unerreichbar inzwischen, weil ich halt nicht so häufig zu DM komme, weil das ganz entgegengesetzt liegt von da, wo ich immer hinfahre. Und Butney hat es ja jetzt nicht mehr, dafür haben die ja die Just Cosmetics reingenommen. Also DM für mich nicht mehr bekommbar. LE sowieso perfekt. Herzlichen Dank. Ganz toll. So. Cool. Das finde ich immer toll. Gerade so LE-Schätzchen und sowas, wenn sich jetzt jemand davon trennt und so. Und ach.
waren da schon 10 Minuten. Ein Brio. Geswatcht, sagt sie. Wollen wir mal gucken. Ah, Lippenstifte. Oh, Soft Karamell. Ich glaube, da sehe ich was ganz, ganz, ganz Tolles gerade. Secret Lover, den hatte ich auch kürzlich in der Hand, glaube ich. Und Secret Whisper. Auch P2, glaube ich. Moment. Hier. P2 Soft Nude Lipstick. Das ist obergeil, denn ich glaube, die gehen jetzt raus oder sind rausgegangen und ich habe die nicht mal... Nee, das war Essence. Die haben auch so ähnliche gehabt. Bei B2 weiß ich gar nicht, was rausgegangen ist. Trotzdem, wie gesagt, ich komme ja nicht hin und ich weiß, dass ich da schon mal vorgestanden habe und dann konnte ich mich nicht überwinden, weil ich dann gedacht habe, ach, ach, ne? Super toll und das sieht aus, als wäre das genau meine Farbe. Haben wir hier nicht gerade. Ich hatte doch gerade ein Zettelchen hier, ne, zum Wegmachen. Da. Moment. Da bin ich sehr gespannt drauf. Weil ich ja auch von... Hier, wer ist das hier? Essence. Diese Dinger 03 und sowas. Da habe ich auch ein, zwei, die so einen bläulichen Einschlag haben. Finde ich super. Die sind auch ganz cremig. Fast nicht zu sehen. Da muss man ein bisschen mit Lip Liner arbeiten. Tolle Sache. Und ich habe jetzt auch endlich einen Soft Nude Lipstick. Kann man einfach so drüber ziehen. Ist geschminkt. Finde ich toll. Super. Dankeschön. Und was waren die anderen beiden? Der eine ist, glaube ich, eine ziemliche Hammerfarbe. Ja, der Secret Lover hier. Ach, das ist ein Secret Gloss. Dann kenne ich den noch gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin so weit weg von euch. Das sieht so aus. Oh. Ja, das ist schon... Für euch sieht es wahrscheinlich ganz, ganz wenig aus. Für mich ist das schon... Nicht pink oder so, das ist so ein orange-pink irgendwie. Auch mit Lipliner zusammen probieren. Super. Hatte ich auch noch nichts. Also von P2 habe ich eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Weil ich da eben nicht dran komme. Hier riecht schöner Kokosnuss. Und noch so ein. Ach, das ist toll. Secret Whisper heißt der andere. Vielleicht kann ich den drauf lassen. Moment. McAngel steht da drauf. Der ist dem McAngel nachempfunden. Wow. Den hatte ich auch schon mal gesehen. Der sah sehr Barbie-mäßig aus. Ganz zart. Ich stehe auf Tubes, ne? Es gibt ja viele, die mal sagen, nein, ich muss das Richtige haben. Ich finde es toll, auch erstmal zu gucken, ob das mit dem Tube auch geht. Ich weiß nicht, ob mir die Farbe steht. Das, also bei dem McAngel habe ich nämlich auch gedacht, so, aber ich komme ja nicht in die Versuchung. Nee, das sind keine. Das ist ja cool, dass ich das noch gesehen habe. Also für die, die es nicht wissen, also ich wusste es ja nicht, das Secret Whisper 010 von P2 aus der Reihe Secret Gloss ist ein McAngel Dupe. Danke. Guck mal, das ist sehr zart. Also ich glaube, dass das Angel-Dings, der Booster, das knallt mehr und sieht voll nach Barbie aus. Das gefällt mir gar nicht. Das finde ich okay. Das gefällt mir gut. Dankeschön. So, erstmal alles wieder weggemacht. Das haben wir ausgepackt. Diese Kokosnuss kommt jetzt gerade um die Ecke. Was kommt noch? Ach, ich liebe das. Ich liebe das. Nichts für meine Schlupflieder. Dann sind das bestimmt große Bürstchen. Ich habe nämlich mal gehört, dass man, wenn man Schlupflieder hat, schnell oben ankommt. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass du welche hast. So, da haben wir einmal die Essence Lash Mania Reloaded False Lash Mascara. Zeige ich euch die Bürste einmal. Es riecht voll nach Herbst jetzt mit der Kerze. Oh, das ist so ein schönes. Das ist cool. Ja, da würde ich mich auch mal oben anmalen wahrscheinlich, ja. Also, wenn das jetzt, das habe ich ja nun zum Glück, glaube ich, noch nicht, ne? Schwiegermutter hat welche. Ich glaube, ich habe sowas noch nicht. The Lash Curler. Hatte ich den nicht auch schon mal in der Hand? Da habe ich mich immer gefragt, wie das funktionieren soll. Den soll man irgendwie ansetzen und dann damit drehen oder irgendwie, ich weiß auch nicht.
Twist Curl, Twist Your Lashes, aber da dreht sich dann nichts. Also jemand, der weiß, wie das geht, der mag sich dann gerne mal melden in den Kommentaren und mir das erklären. Ich bin da zu blöd zu. Ist ja auch nicht gut, wenn man sowas zugibt, aber es ist halt wohl die Wahrheit. Da geht es immer noch weiter. So, Teil 2, diese Marke liebst du. Also muss irgendwo Teil 1 sein, die habe ich aber noch nicht entdeckt. Hier ist eine, oh, hier ist eine große Tüte, die ich eben schon mal erwähnt habe, die kommt hier hin. Ich muss jetzt erstmal weiter buddeln hier. Moment, Teil 1 hat erstmal nicht. Moment. Eventuell ist dies, ist diese besser für dich als eine mit Batterie neu. Ich komme erst ins Überlegen, aber es könnte eine Wimpernzange sein. Mag das sein? Ich dachte gerade, Batterie, was? Zahnbürste passt da nicht rein. Was magst du jetzt meinen? Ich habe übrigens von einer Zahnbürste gesprochen, nichts anderes. Jo, da, von Manhattan hat sie mir eine gekauft. Wimpernformer, Eyelash Curler. Ja, werde ich dann gerne mal in einem Video ausprobieren. Ich traue den Dingern ja nicht. Das ist einfach so, das ist diese Horrorgeschichte meiner Mutter, die ich immer wieder gerne erzähle, die sie als Teenie dieses Ding hat benutzen lassen, dann hat sie gezwinkert und alle waren raus. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat. Langsam glaube ich echt, dass sie da mir ein Märchen erzählt hat. Ich muss sie nochmal drauf ansprechen. Denn das hat sich so festgesetzt bei mir, dass ich keine Wimpernzangen benutzen mag. Das ist echt strange. Moment. Die sehen auch schon aus wie so ein mittelalterliches Werkzeug irgendwie. Ich probiere es dir zuliebe, auf jeden Fall. Aber versprechen kann ich dafür nichts. Echt. Wie habe ich die jetzt da rausgeholt? Dankeschön. Oh Mann. So ungewöhnlich zu machen. So, Wimpernformer. Nur vor dem Auftragen der Mascara verwenden. Ja, ja. Hab's ja jetzt auch nicht gemacht. Wieso Teil 1? Wo ist... Nein. Wieso? Achso, diese Marke liebst du Teil 1 und diese Marke liebst du Teil 2. Gut. Und da sieht auch was ganz toll aus. Und da ist noch was unten drunter. Aus 1 macht 3 Farben. Tob dich aus. Das finde ich cool. Ich nehme das jetzt erstmal. So, das bleibt da, da, da. Ich kann mich nicht entscheiden. Aus 1 macht 3 Farben. Guck mal hier mit den schönen Blumen. Ich bin so aufgeregt, dass ich dem Papier heute gar keine Bewunderung gezollt habe. Das tut mir leid. Das wird sich nie ändern mit meiner Aufregung. Aber ich feiere ja auch für meine Mutter und für meinen Mann mit, weil die mögen ja gar nicht feiern. Oh, 3 Farben. Blush up. Ja, aus 3 macht 1. Cool. Von Essence. Hard Wave. Ein Blush up. Guck mal, da ist ein Orange, in der Mitte so ein Übergang und da ist Pink. Dann wollen wir einmal schauen. Oh, das knallt gar nicht so doll, wie ich befürchtet hatte. Und wenn man dann so da durchgeht in der Mitte. Oh, das geht. Guck mal, wartet mal. So, nehmen wir mal den hier. Ui, knallt doch. Oh, jetzt kann es sein, ich höre gerade was aus der Küche, dass es gleich was zu essen gibt. Schatzi Mausi hat sich erbarmt. Ist ja auch schon spät. Also, eigentlich ja nicht. Früher wäre ich jetzt gerade erst losgegangen, überleg mal. Aber es ist ja auch Montag, da wäre ich ja auch nicht weggegangen. Ja, werde ich mich mal vorsichtig rantasten. Dankeschön. Sieht so jedenfalls echt bombastisch aus, auch mit diesen marmorierten. Na, marmoriert ist es ja nicht. Ich stehe ja so auf diese ganzen marmorierten. Mit diesem verlaufenden Farbverlauf kann man auch nicht. Farbverlauf, ihr wisst schon, was ich meine. Oh Mann, so. Soll ich doch wieder die Haare höher machen, oder? Jetzt habe ich keine Ahnung, wo mein... Lassen wir es so. So. Es fühlt sich an mit dem Zeug. Oh. Aber ich will die jetzt auch nicht waschen, weil die Tönung neu ist und man soll die Tönung ja möglichst lange strecken, also das erste Waschen nach einer Tönung, damit sich das nicht so schnell, damit sich das im Haar setzen kann. Und wenn ich dann gleich am nächsten Tag schon wieder die Haare wasche, dann geht das nicht.
So. Da seid ihr. Hier steht zum Geburtstag. So, dann kommt das jetzt noch nicht dran. Da unten ist ein Lippi drin. Manhattan, Extreme Last Shine. Ich mag ja gerne Manhattan. Da kann man die Farbe nicht erkennen. Ein Knallerot. Okidok. Vielleicht auf den Lippen nicht so schlimm, weil manchmal sind die ein bisschen schierer. Auf jeden Fall nicht so knallerot, wie ich befürchtet habe, ne? Kommt mit zu dem Rouge, wird ausprobiert auf jeden Fall. Und schauen wir weiter. Moment, einmal das jetzt hier. Ich bin ja im Moment wieder auf meinem braunen Trip, deswegen mache ich mir auch einmal kurz... Ach, ich mache einfach so einen jetzt drüber. Moment. Ja, das sind die, die ihr so gar nicht mögt, ne? Biete euch noch was anderes an. Ein Mauve-Ton heute. So, lassen wir das jetzt erstmal. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt mit den Wangen beiß. Ich kann es jetzt nicht ändern, Mädels. So, jetzt geht's weiter. Da steht nichts dran. Da sind ganz viele Lacke. Ich habe zum Glück eben noch, das ist auch zum Geburtstag. Das kommt dahin, das kommt dahin. So, oh, das kommt als erstes. Das will ich jetzt als erstes. Da sind Lacke drin, aber jetzt bin ich hier spitz. Ich habe nämlich gerade was gesehen. Ach du Mausi Maus, du. Erstmal, ach, ist das geil. Oh, danke. Jetzt lacht nicht ihr anderen, die ihr mit Esoterik und sowas nichts am Hut habt. Ich bin ja langsam so auf dem Weg, kann man ja schon fast sagen. Ich liebe meine Heilsteine und ich habe irgendwann ja von den Bestellungen beim Universum gehört. Und ihr habt auch schon ein paar Mal nachgefragt, wenn ich darüber so erzählt habe und so ganz lax gesagt habe, nö, habe ich mir bestellt, kommt sowieso und sowas. So wie man sich zum Beispiel einen Parkplatz bestellen soll oder sowas. Und damit fangen auch die meisten an. Und wenn das klappt und so weiter, dann baut man ja darauf auf. So habe ich es ja gemacht. Und man verändert das Denken auch ein bisschen, weil man die Verneinungen weglassen soll und sowas. Und alles, was wir mit Verneinungen sonst belegen, verändert uns ja auch negativ. Ach, ist alles... Also wenn man sich da so... Man muss nicht mal viel lesen oder sowas, aber wenn man so ein paar Sachen so für sich nimmt und versucht, die Dinge nicht mehr so ganz negativ zu sehen und Verneinungen wegzulassen und alles im Positiven dann vor sich hin zu sagen, dann es kann sich viel verändern. Es ist wirklich erstaunlich. So, also, den direkten Draht nach oben aktivieren. Beim Universum zu bestellen ist nichts anderes, als sich zu vergegenwärtigen, wie innen so außen oder das Äußere ist ein Spiegel unseres Inneren, erinnert Bärbel Moore gleich zu Anfang dieses Buches. Das heißt, die Bestellerfolge hängen vor allem von der inneren Einstellung des Bestellers ab. Häufig sorgen ungünstige, unbewusste Verhaltensmuster und frühkindliche Prägungen für automatische Dauerbestellungen, die das genaue Gegenteil des Erwünschten erbringen. Die Autorin bietet hier zahlreiche spielerische Übungen an, die dabei helfen, innere Blockaden zu erkennen und kennen und zu überwinden und einen stabilen Dauerdraht nach oben herzustellen. Ferner gibt es entscheidende Hinweise für fortgeschrittene Universumsbesteller, einen Bonustrack für Geldbestellungen, sowie viele weitere Anregungen, um die universelle Intelligenz in sich zu erwecken. Running Gag ist Bärbels Online mit dem Universums-Quickie, eine essentielle Übung, die binnen weniger Sekunden überall durchgeführt werden kann. Och, mit der Widmung, wie schön. Ach, du bist süß. Herzlichen Dank. Das ist so ein richtiges Herzensgeschenk. Toll. Wen das interessiert, dann gehe ich gerne nochmal auf diesen Running Gag ein, wenn ich den dann gefunden habe. Also, wen es interessiert, Running Gag ist Bärbels Online mit dem Universum Quickie. Eine essentielle Übung, die binnen weniger Sekunden überall durchgeführt werden kann. Dann würde ich das mal irgendwie, wenn ich es ausprobiert habe und dann noch dran denke und so weiter, mal online machen. Also, ne? Vielleicht ist das Buch ja auch für euch was. So, also ich finde das ziemlich entzückend, ganz ehrlich. Ah, toll. Da, Achtung, Quickie. Super. Dauert ja auch einen Moment, bis ich da hinkomme, weil das weit hinten ist. Und hier habe ich gerade noch was gesehen. Ach nein, ist das toll. Das Orakel der himmlischen Helfer, das haben vielleicht auch ein paar Leute da draußen von euch und haben da bloß noch nicht drüber gesprochen. Ich glaube nämlich, dass ich sehr viele Mädels habe da draußen, die sich eigentlich dafür sehr interessieren.
Aber ich finde es toll, dass ihr zu mir gefunden habt, denn eigentlich geht es ja um alles mögliche andere. Jedenfalls ging es in den letzten Jahren so. Und jetzt kommt ja langsam so ein bisschen mit den Steinen dazu und so. Ich finde das super. Vor allen Dingen, wenn ihr kleben geblieben seid. So, Engel und Schutzheilige, 44 Karten mit Anleitung. Die himmlischen Helfer begegnen uns auf 44 Karten. Jeder Bedeutung der einzelnen Karten ist ein Schutzengel, der Schutz- oder Schutzheiliger zugeordnet, der hilfreiche Energie für die Beantwortung unserer Fragen und Lebensprobleme sendet. In der ausführlichen Anleitung zeigt Dorian Virtue, wie man die Karten als Orakel einsetzt und wie man sie mit den bereits erschienenen Orakelkarten kombinieren kann. Also scheint das auch was aufzubauen, da muss ich dann nochmal nachfragen. Hier kommt ein ganz süßes kleines Büchlein. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, entweder online oder bei meiner Steinetante. Ah, und das sieht so schön aus. Also die sehen von hinten so aus. Und jetzt zeige ich euch mal so, wie es gerade kommt. Hier steht jetzt Kind, Schutzengel, Mutter, Maria. Und so geht das eben immer weiter. Gute Reise ist der Christophorus. Immer wer dafür steht, offensichtlich. Aktivist, Mutter Teresa, da werde ich, oh, hoffentlich ist bald Herbst, dass ich da ein paar stille Stunden drauf verwenden kann, schön mit dem Teechen. Super, jetzt klinge ich aber wirklich schon so, als ob ich nur noch Lila anziehen müsste, mit dem Teechen. Ich würde es dann also nicht mit dem Teechen machen, weil ich ja Tee nicht so gerne trinke, ich würde es dann mit dem Cappuccino kombinieren, wenn das in Ordnung ist. Ach toll, Mann, wenn ich das meiner Mutter erzähle. Die hat nämlich auch mal irgendwann, ich glaube, der habe ich mal so ein Orakel geschenkt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das mit Engeln war. Doch, da ist noch was drin. So, also erstmal herzlichen Dank. Das nehme ich direkt erstmal so und stelle es hier hin. Du bist echt eine Maus. Da passt der Emil dann auch mit drauf auf. So, und hier unten drin sind noch zwei Lippies von Manhattan. Oh Gott, mit denen habe ich mich auch umgequält. Das sind die Lips to Last Color. Und da habe ich immer gedacht, die kannst du doch nicht wegtun, die hast du noch nicht mal aufgehabt. Dann lasse ich sie auch zu, denn ich hatte sie auf und ich kam mit denen überhaupt nicht klar. Der hier ist auf. So, der eine hat eine hellere Farbe. Vielleicht sind die Farben ja auch besser. Also ich hatte immer das Gefühl, dass die dann krümeln. Das ist diese erste, oder nicht die erste Generation, das ist auch eine Generation mit diesen, die länger auf den Lippen halten sollen. Wie war das jetzt? 1 und 2? Ja, man, also eigentlich dürfte ich jetzt nichts drüber runter haben, aber ich mache das jetzt einfach mal so wegen der Farbe, weil die Farbe wäre natürlich geil für mich. Die Farbe wäre echt toll. Verfälscht er jetzt auch ein bisschen, weil, wie gesagt, das müsste normalerweise fettfrei sein und so weiter, aber ich habe es jetzt mal einfach so gemacht. So, Farbe super, ich guck mal, wie das klarkommt mit dem Tragen. Oh, jetzt ist man... Mein Fällchen abgestürzt. Mein Rückenfällchen. Naja. So, dann kommen wir jetzt zu den Nagellacken. Ich hole mir hier einfach einmal mein Nagelrad und zeige euch die einmal im Swatch. Ist schon so lange, ne? Ich möchte jetzt auch nicht ins Hetzen geraten. Weil, wegen Schatzi, zur Not mache ich dann eben morgen weiter. Weil mich, oh, ich halte das ja nicht aus, ich will das ja wissen. Vielleicht soll ich die Swatches morgen machen? Ist das die bessere Reihenfolge? Hübsches Bändchen. Oh, da sind auch noch andere Sachen mit dabei. Von Lacura. Ein Volume Lip Gloss, Pflege und Glanz in einem sehr hübschen Ton. Jo, der sieht auch sehr gut aus. Tolle Farbe. Ach schön, da habe ich wieder was zum Schminken. Und von V7, Flirty Eyes. Ach, das ist ja geil, guck mal. Ich habe mir tatsächlich, ich habe bei Cosmetic for Less bestellt. Eigentlich wollte ich da heute hingefahren sein und weil es Jamie nicht gut ging, haben wir das abgesagt. Und ja, da habe ich gesagt, okay, dann bestelle ich aber. Und dann habe ich mir meine Bestellung so angeguckt und eigentlich fehlte noch eine Palette und dann habe ich hin und her überlegt und habe gedacht, nee. Und jetzt ärgere ich mich natürlich schon. Und da habe ich zwei Mascaras mitbestellt. Zum Glück aber nicht die hier. Und diese hier heißt Flirty Eyes, weil ich nämlich noch nichts hatte von V7, lustigerweise im Moment. Mit so einem Bürstchen. Toll. Ah, schön. Jetzt habe ich dann gleich drei Stück.
Oder waren das in. Nee, ich glaube, wir 7. Toll, danke schön. So, und ich glaube, ich schaue jetzt einmal noch durch. Da ist noch ein Lippi drin. Ach Mann. Komm, wir machen das jetzt doch einfach durch. So. Lippi, der kommt mir bekannt vor, aber die sehen hier hinten, glaube ich, alle gleich aus. Moment. Oh, das ist eine schöne Farbe. Den habe ich noch nicht. Cool. Wird ausprobiert. Die Farbe nennt sich 104 und für die, die es noch nicht wissen, ich habe es auch erst hier im Internet erfahren, das ist nicht nur so eine Farbbezeichnung, nein, wenn man es löst, ist da sogar noch Lippenfarbe mit drin. Also da könnt ihr noch mit dem Lippenpencil rein und es hieß mal, das wäre eine Art Gloss, aber ich glaube, es ist einfach noch ein bisschen von der Farbe dazu. Also nicht wegschmeißen, wenn ihr denkt, der ist alle, da unten ist immer noch was drin. Für mich war es neu, als ich das erfahren habe. Ich weiß nicht, vielleicht überrasche ich auch jetzt den einen oder anderen damit. Ein Maybelline Lip Gloss in einer lilafarbenen Farbe. Keine Farbbezeichnung. So, noch einmal dahin. Voll draufgepatscht auf das andere, ne? Die Farbe sieht bestimmt rattenscharf aus und die finde ich nie wieder. Die kann ich nie wieder so zusammenstellen. Dankeschön. So, jetzt noch. Oh, da ist noch einer. Matte and Long Lasting Rock It Rival de Lou Matte Lip Gloss. Uiuiui. Auch in so einem heißen Ton. Der sieht jetzt aber schlimmer aus in der Packung. Hier sieht er richtig voll lila aus und da geht das eigentlich. Wird alles ausprobiert, meine Liebe. Ich werde Bericht erstatten. Was habe ich da? So. Jetzt sind aber Lacke drin. So. Und zwar einmal Color Changing. Ui. Ein Color Changing von weiß ich nicht wem. Sieht so aus. Also es ist Sommer, es wird ja wohl jetzt nicht dunkel werden, oder? Das ist aber eine coole Farbe. In so einem Pink, Orange, irgendwas. Aber nicht so biestig knallend. Wie soll ich das jetzt erklären? Schöne Farbe. Sieht auch toll aus nach. Die knallt nicht so furchtbar. Die werde ich bestimmt auftragen. Jetzt habe ich eben noch einen anderen bekommen. Da habe ich schon gesagt, dass ich den erstmal auftragen werde. Und dann kommt der als nächstes dann dran. Oh, vom Beauty Woman ein richtig knalliger Glitterlack. Wo kann ich den drauf machen? Den ziehe ich mal hier über das Lila. Mit Gelb und Blau drin. Das dauert bestimmt ewig, bis der trocken ist. So, Moment. Da sind die Glitzer. Aber zum Schauen. Cool, cool, cool. Sieht sogar ganz gut aus mit der Farbe, die da dran ist. Ein gelber Cold Thermo Effekt. Das war in der Hello Autumn. Wenn man vom Warm ins Kalte ging, hat sich die Farbe so ein bisschen verändert, meine ich. Das hieß Thermo Effekt. Das war so ein Senfton. Gelb-Senf irgendwie. Ich weiß aber nicht mehr, in welche Richtung der sich verändert hat. Ich hoffe mal, dass wir auch noch einen Moment warten können, bis wir das wieder ausprobieren. Es muss noch nicht wieder kalt werden. Da habe ich gerade im Video eben schon drüber gesprochen. Bei uns ist es halt nicht so warm wie bei euch da unten. Wow, der ist cool. Von Astor, Quick and Go in einem Orangeton. Bei uns ist es halt angenehm oder so, wenn ihr da richtig am Brüten seid. Das heißt aber auch, dass es bei uns kalt ist, wenn es bei euch angenehm ist. Und das ist natürlich dann wieder ein bisschen schlechter. Hier schaut man, der ist auch toll in Kombination mit dem Thermo, den ich gerade gezeigt habe. Da. Ich jag da jetzt so ein bisschen durch, tut mir leid, aber ich will unbedingt die Freude auspacken. Beauty Beats in einem Backstage. Ich glaube auch, dass gleich noch was zu essen kommt. Kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Und der ist hübsch. Das ist ein Pastell Türkis. Und da habe ich eben einen ganz tollen ähnlichen bekommen. Der hatte weiße Glitter drin. Und wenn ich die zusammen kombiniere, sieht das bestimmt ziemlich gut aus. Und jetzt läuft das da gerade runter. Und Essence, Good Girl, Bad Girl mit Glitter-Effekt. In lila ist das. Das war die Farbe It Wasn't Me. Mann, das
das riecht wirklich voll nach. Oh, jetzt gehen die. Da waren so süße kleine Herzen dran. Die verschwinden jetzt. Oh. Ich kann die euch jetzt leider nicht zeigen und hochhalten, weil dann. Dann kippt ja alles um. Warum muss ich bei Lila und Glitzer sofort an Moldavid denken? Aber schöner Glitzer. Kein Topcoat, das scheint ein eigenständiger Nagellack zu sein. Da. Man funkelt und glitzert wie wild. Toll. Ach Mann, da bin ich aber auch wieder versorgt. Toll, toll, toll. Dann haben wir das Tütchen und hier ist auch die Good Girl Bad Girl in Sugar Pearl Effekt in der Farbe Good Girls Wear Peach. Offensichtlich ein pfirsichfarbenes Tönchen. Aua. Gerade ein bisschen Streit mit meinem Mega-Ring hier. Ist auch gut als Schlachring geeignet. So. Sand-Style, ne? Langsam geht es ja wieder weg vom Sand-Style. Sugar-Effekt heißt es ja in diesem Falle. So. Der ist da oben. Werdet ihr bestimmt auch in einem der nächsten Videos sehen. Auch mit so ein paar goldenen Pünktchen drin. Große Klasse, herzlichen Dank. Ah, da kann ich ja lacken, bis der Arzt kommt. Wo geht's weiter? Machen wir Teil 1 und Teil 2 und sowas, beziehungsweise ich hier. Dachte mir, ich gebe dir einen von meinen neuen ab. Da ich nicht weiß, was du neu hast, habe ich jetzt gerade keinen blassen Schimmer, was das sein könnte. Scheint aber ein kleines Kartönchen zu sein. Vielleicht vom Kiko Kiko verpackt in Kartons. Schwarz. Mit. I Heart Make-up. Dein Lip Geek. Ich schmeiß mich weg. Nein. Moment, wo ist die Farbbezeichnung? Farbbezeichnung finde ich nicht. Das ist ein Lippenstift. Ach, ist das witzig. Geil. Lip Geek. In einer Hammerfarbe hier. Der sieht jetzt eher aus wie was anderes. Parfümzerstäuber oder sowas, würde ich jetzt mal sagen. Den findet man auf jeden Fall schnell wieder in seinem Kiss to Make-up. In seinem Utensilienkörbchen. Die habe ich bestimmt auch gesehen, die Farbe, und war bestimmt kurz davor, mir die zu kaufen. Die ist ja geil. Ist wohl gleich an der Zeit, sich mal ein neues Zettelchen, ein neues Sheet zu gönnen. Ach so, ich muss das. Nee, ist jetzt meiner, kann ich ja benutzen, wie ich will. Toll. Genau mein Ding. Herzlichen Dank. Da sieht man sogar ein paar kleine goldene Pünktchen drin. Genau meins. Dankeschön. Oh Mann. Ich habe einen von I Heart Make-up. Toll. Klasse. Danke. Da geht's noch weiter. So, hier hätten wir jetzt Teil 1. Also diese Marke liebst du, Teil 1 und Teil 2. Und ich liebe Kiko und L'Oreal. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich vielleicht auch noch Essence liebe ich auch. Catrice eigentlich auch. Ja, einiges. Jetzt bin ich auch mal gespannt, was du meinst. Make-up Revolution auch. Essence. Ja, Essence finde ich super. Da hast du recht. Und zwar einmal aus der Secret Party hieß die damals, die LE. Das heißt, die damals ist noch gar nicht lange her. Die habe ich sogar komplett verpasst, glaube ich. Eine wunderschöne Stanzung mit so einem Palmenwedel, würde ich sagen. Jetzt bin ich hier schon komplett voll gemalt. Ganz zart. Das ist schön, dann overblushe ich mich wenigstens nicht so dolle wie eben. Und darunter der Bronzer von der Hello Autumn LE. Den hatte ich ja damals testen dürfen. Der ist toll. Multicolor Powder. Nennt sich aber Bronzer normalerweise irgendwie. Also sollte als Bronzer rüberkommen. Und der ist schon allein diese Stanzung, die ist so geil. Und ich hoffe, man kann auch ein bisschen was sehen.
hat so einen güldenen Ton. Also wirklich ganz, ganz große Klasse. Machst du mir eine große Freude mit. Herzlichen Dank. Super. Und dann kommt hier offensichtlich noch was. Teil 2. Du, diese Marke liebst du. Der ist ganz sanft auf den Lippen. Ganz toll. Hier ist Weihnachten. Ich bin am Auspacken und habe die Kerzen an. Voll Weihnachten. Oh, aus der Mountain Calling ein Cream to Powder Blush. Sieht so aus. Da hatte ich ja mal die Ice Bomb, die war zarter und das war auch Cream to Powder. Muss ich mich mal reinfuchsen, wie das geht mit diesem Cream to Powder Effekt praktisch. Die Ice Bomb, die hatte ich dann irgendwie, da bin ich ja so irre nachgelaufen und dann hatte ich die endlich und dann mochte ich die Farbe doch nicht. Und Come to Town, ein Cream Blush in der Hammerfarbe. Die heißt Wrapped in Pink. Da. Oh, ganz, ganz weich. Ja, Cream Blush steht da ja auch, ne? Das kann ich gut mit dem hier zusammentragen, mit dem matten Lipgloss. Cool. Auch mal ganz andere Töne als sonst. Da kann ich mich wirklich mal ausprobieren. Super. Und jetzt gönne ich mir mal einen neuen Dings, bevor ich mich hier noch anmale. Wow. Der matt Dingster Boomster bleibt. Den kann ich euch dann also empfehlen. Falls, ja, ich weiß nicht, manchmal ist ja auch so, dass solche dann rausgehen. Also falls es die noch gibt, der hält Bombe. Und jetzt sind alles nur noch Geburtstagsgeschenke. Und da fange ich an. Moment, hier ist einmal was ganz Schweres. Ich fange mit dem Leichten. Hier ist was ganz Leichtes. So, das nehme ich zuerst. Zum Geburtstag. Dankeschön. Ach Gott, ein Engelchen. Ach je, bist du niedlich. Ich sehe das schon. Oder ein Elflein. Das kann auch sein. Oder eine Mischung. Ach Gottchen, herzlich willkommen. Ja, ich ein Poppes-Engelchen mit einer kleinen Taube bei und sowas. Wie niedlich. Herzlich willkommen bei mir. Gibt auch hier Shake 5, Shake Hands. Dankeschön. Und gerade mit der Farbe passt gut bei mir rein. Kein Ding. Danke sehr. Und dann bin ich mal gespannt, ob das da vielleicht zugehört, ob der auf dem Sockel sitzt oder so. Das ist also auch zum Geburtstag. Das musst du mir erklären, ob das zum Räuchern oder so ist. Birkenhake, Trend Art, dekoratives Wohnen. Das scheint aus Holz gemacht zu sein. Oder? Da musst du mir das erklären. Aber ganz, ganz, ganz große Klasse, toll sieht das aus. Und da kann ich schön meine Bergkristall-Chips reinmachen und dann zum Laden nehmen oder sowas. Danke sehr. Und passt von der Farbe natürlich super. Ach, jetzt haben wir es. Das gehört zusammen. Ich hab's. Das ist der Deckel. Ja, cool. Kann ich hier trotzdem mal ein Bergkristall-Ding reinmachen. Warum nicht, ne? Dankeschön. Jetzt hat Emil da noch alles schön Ton in Ton eine Freundin sitzen. So, und jetzt kommt hier mein Schätzchen mit dem großen Glückskleeblatt. Alles Liebe zum Geburtstag, liebe Sani. Ich hatte ja heute auch schon ein Glücksklebblatt. Also so viel Glück, da kann mir im nächsten Jahr nur noch Gutes widerfahren. Das ist jetzt zum Beispiel, ein anderer würde jetzt sagen, da kann mir ja nichts Schlechtes mehr passieren. Das Nix wird dann nämlich übergangen. Ich habe es gesagt, da kann einem nur noch Gutes widerfahren. Da ist keine Verneinung drin. Und wenn ihr anfangt, so zu denken und das wirklich komplett in euren Alltag rübernehmt, das macht irgendwie Klick. Das ist... Da scheint euch die Sonne aus dem Poppes. So, ist also ein großer Tipp von mir, einfach so ein bisschen auf die Gedanken achten. Ich mag dieses Lied nicht, dieses ist mir egal, ist mir egal. Ihr kennt bestimmt den Ausdruck von Autosuggestion, also sich selbst Dinge suggerieren. Wenn du die ganze Zeit dieses Lied singst, dann ist dir irgendwann alles scheißegal, weil du redest dir das selber ein. So, deswegen... Es ist zwar eingängig, aber umso schlimmer ist es natürlich so. Naja, so, jetzt gucke ich da rein. Ich hoffe, ihr wisst, was ich jetzt so grob sagen wollte. Jetzt freue ich mich total. Moment. Es sind Steine drin. Auch ein Zettelchen mit bei. Moment. Mir wird gerade voll schwindelig. Cooles Gefühl.
So, da steht er. Aus dem Schneewittchendorf bei Bad Wildungen. Richtiges Schneewittchendorf. Ach, da kommen jetzt ganz viele Steinchen. Ach, wie schön. Das werde ich mal googeln. Alles da unten. Mir ist immer noch voll schwindelig. Vielleicht muss ich auch was essen. Ganz vorweg kommt ein kleiner Amethyst. So, Amethyste sind so toll. Helfen beim Laden und Entladen. Super schön. Komm schon mal damit hin. Nein, ich gebe dich lieber davor. Nochmal Amethyst. Ich muss mal einmal gucken. Das ist so ein bisschen. Da sind ein paar einzelne und ein paar sind in so einem kleinen Beutelchen. Und auch ganz kleine, wie niedlich. Das sind alles Amethyste. Die können alle meinen Chefs hier helfen, meinen großen Drusen beim Laden. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Jeder Stein, den man erstmal bekommt, wird einmal abgewaschen. Wollte ich auch mal ein Video zu machen, falls euch das interessiert. Falls ihr bis hierhin gekommen seid, sagt das doch bitte. Also auch, ob euch das interessiert. Weil viele ja auch dann erstmal einen Stein bekommen und den dann einfach so weglegen und sagen, oh, mit dem komme ich nicht klar. Ist ein sehr, sehr esoterischer Ansatz in dem Sinne, aber ich mache es einfach, weil ich mir denke, dann passiert mir wenigstens nichts Böses und deswegen wasche und reinige auch ich meine Steine, wenn sie zu mir kommen und es wird denen auch widerfahren und dann werden sie erstmal unter fließendem Wasser gemacht und dann kommen sie halt in die Druse und danach ins Bergkristallgebad. Aber wie gesagt, das kann ich euch, wenn ihr möchtet, gerne nochmal ausführlicher erzählen. So, und selbst so kleine Wutzis mache ich nass, wasche sie und lege sie dann auf ein Zefer zum Trocknen, weil ich auch einfach das Gefühl habe, es geht denen dann besser. Ganz, ganz niedlich, ganz kleine Chips, voll süß. Und davon habe ich noch ein Tütchen da drin, glaube ich, beziehungsweise die sind ein bisschen größer. Hallo. Oh, und hier auch, dann strahlt mir auch gleich wieder so ein Amethyst entgegen und ganz viele Bergkristall, Hämatit ist mit drin, Zitrin, Karneol, ein Rhyolit, Jaspis, Aventurin, Katzenauge, Achate haben wir dabei, Sodalit, damit schlafe ich ja so gut. Meistens ist auch irgendwo noch ein Turmalinquarz mit bei oder sowas. Das ist total faszinierend in meinen Augen. Finde ich super schön. Dankeschön. Werden es gut bei mir haben. Und dann gibt es nochmal die dritte Stufe in der Größe. Die kommt jetzt. Ja, die kann man auch richtig rauspacken. Da weiß ich jetzt, da bin ich mir aber unsicher bei denen, ob das vielleicht sogar ein Türkis ist. Echte Türkise sind sehr selten heutzutage und oftmals werden. Es gibt zwei Edelsteinarten, die heißen Magnesit und Haulit. Die kann man schlecht unterscheiden, sind beide normalerweise weiß und werden gerne eingefärbt in Türkis, sodass viele Leute sagen, guck mal, ich habe ein Türkis, aber haben sie gar nicht. Die haben dann gefärbten Magnesit oder Haulit und das ist dann immer recht ärgerlich, weil sie unter Umständen sogar Türkispreis bezahlt haben und das ist natürlich nicht so schön. Das könnte ein Achat sein hier, der große. Ich muss auch ein bisschen schräg gucken. Da haben wir einen Brixian-Jaspis, glaube ich, und einen Jaspis noch mit drin. Hämatitsteinchen nochmal, die muss ich trennen, weil der Hämatit entlädt. Und auch ein Amethyst und ein Bergkristall und ein kleiner Rosenquarz. Und was bist du? Der Schwarze, und da ist ein ganz Schwarzer drin. Der Schwarze changiert eher blau. Der darf morgen mit zu meiner Nageltante, nicht Nageltante, zu meiner Steinetante und darf mir das erzählen. Herzlichen Dank, macht mir eine mega Freude mit den kleinen süßen Dingern. Das ist ganz große Klasse. Und hier mit meinen Steinchen. Aber bist du jetzt nicht traurig, dass sie jetzt weg sind? Jeder Haushalt sollte einen Stein haben. Die kommen jetzt hier erstmal rein. Ach Anne, du hast mir so eine große Freude gemacht. Ich bin froh, dass ich jetzt durchgehalten habe, dass ich nicht vorher schon mal gespickt habe. Kommen jetzt erstmal wieder da rein. Die schlafen jetzt noch ein bisschen. Kommen ja aus dem Schneewittchendorf, sind es also gewöhnt zu verschlafen und werden bei mir in Ehren gehalten. Herzlichen Dank. Und die ganzen anderen Sachen werde ich natürlich ausprobieren und werde Bericht erstatten. Vielleicht gibt es auch demnächst das ein oder andere Foto auf Facebook, beziehungsweise du bist ja nicht bei Facebook, deswegen schreibe ich dich dann an. Herzlichen Dank auch für den kleinen Engel hier, für den kleinen Putti und alles. Alles, 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 alles. Hast mir eine große Freude gemacht. Herzlichen Dank für die ganze Freude an sich und ja, für deine Freundschaft und für alles. Und Dankeschön.
Alles Liebe von hier und ich melde mich dann erstmal und hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß beim Auspacken jetzt, beim Zugucken. Ich finde das selber auch immer sehr spannend, wenn andere Leute was von mir auspacken. Alles Liebe von dieser Stelle und wenn es demnächst in deinen Ohren klingelt, weiß Bescheid, dann bin ich das, weil ich deine Sachen gerade in der Hand habe. Oh, jetzt hat er gerade nochmal gepiepst. Dankeschön an dieser Stelle und ja, bis bald. Herzliche Grüße an euch andere und ich hoffe, ihr habt euch mit mir gefreut. Und falls ihr bei meinen ganzen Gratulanten bei wart, herzlichen Dank an dieser Stelle, dass ihr an mich gedacht habt. Hat mich sehr gefreut und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.